Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. In diesem Video zeige ich euch 10 verschiedene Dacharten. Ich wünsche euch viel Spaß beim Video. So, fangen wir mit dem ersten Dach an. Das ist erstmal ein ganz normales Dach. Als Hilfe benutze ich gerne rote Wolle. Somit kann man viel leichter Treppen platzieren. Achtet immer drauf, dass die Dächer immer vorne und hinten überstehen. Und vergesst es nicht, sie unten abzurunden. So, kommen wir zum zweiten Dach. Am Anfang sieht es genauso aus wie beim ersten Dach. Damit es aber nicht so ganz langweilig aussieht, kann man ein paar Treppen umdrehen. Und so hat man schon ein bisschen mehr Detail im Dach. Kommen wir zum dritten Dach. Dieses Mal ist es ein Dach, was in die Höhe geht. Macht erstmal mit den Holzblöcken eine Grundstruktur und baut darauf die Treppen. Dabei sieht das besonders gut aus, wenn man die Spitze ein bisschen nach vorne zieht. Dabei braucht man nur ein bisschen Übung. Probiert es einfach mal selbst aus. Und das vierte Dach. Dieses Mal ist es ein ganz besonderes Dach, was ich selbst persönlich selten verwende. Müsste ich mal öfters verwenden, auf jeden Fall. Baut wie immer erstmal die Grundform des Daches und versucht dabei mit einem farbigen Block eine Dachform hinzubekommen. Nehmt dazu die Grundform eures Daches zur Hilfe und probiert dabei ein bisschen rum. Mit ein bisschen Übung sollte das schon irgendwann mal klappen. Und jetzt das fünfte Dach. Häuser müssen ja nicht immer rechteckig sein. Falls ihr vorhabt, solche Häuser zu bauen wie dieses zum Beispiel, könnt ihr das so aussehen lassen. So, das sechste Dach ist wieder etwas komplexer. Damit müsst ihr wieder mit dem Grundblock eures Hauses anfangen und damit die Grundform ziehen. Dieses Dach geht schon etwas extremer in die Neigung. Sobald ihr die Grundform des Daches habt, danach einfach die Treppen drauf platzieren und es versuchen vorne abzurunden. Und dann wird es schon irgendwie. Das sechste Dach wird wieder etwas leichter. Dabei macht ihr wieder ein ganz normales Dach, lässt die Spitze etwas nach vorne laufen und platziert vorne eine Glowstone-Lampe. Den Glowstone könnt ihr mit Falltüren zudecken, aber das sieht meistens besser aus, wenn das Haus größer ist. Das siebte Dach ist wieder ein ganz normales Dach wie jedes andere. Die Besonderheit des Daches ist, dass das vordere und hintere Stück des Daches aus einem anderen Material bestehen. Was man noch machen könnte, was nicht immer gut aussieht, dass man das Material nimmt und es ein bisschen verlaufen lässt. Also dass es ein bisschen abweicht. Ja, und dann hat man das schon. So, und jetzt kommen wir zum vorletzten Dach. Das Dach ist ehrlich gesagt mir nicht so gut gelungen, aber das würde bei größeren Häusern etwas besser aussehen. Auf jeden Fall kann es so gut aussehen, wenn die Spitze breit ist und es in die Mitte dünn gezogen wird. Also zur Mitte etwas schmaler wird und dann wieder etwas breiter. So, jetzt kommen wir zum allerletzten Dach. Dazu ist ehrlich gesagt mir nicht viel dazu eingefallen, aber als Dachidee könnte man sowas machen. Dass man das Dach so etwas abgerundet lässt. Das kann oft gut aussehen, aber leider nicht überall. Gut, das waren jetzt alle 10 Dächer. Ich habe mal versucht, ein bisschen langsamer zu reden. Schreibt mal doch in die Kommentare, wie ihr das so findet. Trotzdem habe ich irgendwie den Reiz, so schneller zu reden. Ich weiß auch nicht warum. Naja, egal. Auf jeden Fall hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat. Nächsten Sonntag kommt dann das Speedbild zu der Capture the Flag Map, die wir in Stream gebaut haben. Die muss ich noch etwas überarbeiten, dann ist sie fertig. Sonst danke ich euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Ciao.